Als Nächster zu Wort gemeldet, Herr Abgeordneter Dr. Hureinig. Frau Präsidentin, der Minister hohes Haus, ein bisschen her. Fünf Jahre Krieg in Syrien, das heißt fünf Jahre Terror, Angst, Verluste und Perspektivlosigkeit. Und viele Menschen sind auf der Flucht vor dem Terror der IS. Ich habe das Buch gelesen, Inside the IS, und es ist erschreckend, wie das Leben dort ist. Sklaverei ist wieder eingeführt. Frauen haben keine Rechte. Und vor allem erschreckend ist auch, dass viele Jugendliche aus dem Westen dorthin fahren, die sich anstecken lassen, radikalisieren lassen und dort unten kämpfen für den IS. Und ihr müsst mir auch mehr Aufmerksamkeit schenken, den Jugendlichen aus Deutschland, Schweden oder auch Österreich, die hier sich radikalisieren lassen. Friedensgespräche sind das Gebot der Stunde, und ich danke Minister Kurz, dass er durch seine Vernetzungsarbeit hier auf dem Boden in Wien bereitet für Friedensverhandlungen. Und das funktioniert, hat sich an den Iran-Gesprächen gezeigt. Wir müssen aber auch die Situation der Menschen in den Herkunftsländern, in Entwicklungsländern verbessern, helfen. Und da hilft die Entwicklungszusammenarbeit. Hier haben wir im Rahmen der IFI-Strategie 24 Millionen gerade aufgeschüttet im internationale Programme der Ernährung und Beschäftigung und Bildung. Und auch bei der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit wurde diese Woche im Ministerrat das Dreijahresprogramm beschlossen, das im Rahmen einer Gesamtstrategie, und da möchte ich mich vor allem bei den Beamten des Außenministeriums bedanken, dass wirklich alle Ministerien, alle Stakeholder, alle NGOs und auch das Parlament eingebunden waren, dass hier das Dreijahresprogramm im Sinne einer Gesamtstrategie entwickelt werden konnte. Gestern wurde auch das Gemeinnützigkeitspaket beschlossen, in dem es möglich ist, dass es gemeinnützige Stiftungen gibt. Das ist ein wichtiger Schritt, damit auch der Privatsektor Geld für Kultur, Bildung, aber auch für Entwicklungszusammenarbeit geben kann. In Deutschland ist im Rahmen der Gemeinnützigkeit 15 Milliarden Euro investiert durch private Personen. In Österreich sind es derzeit gerade 20 bis 25 Millionen. Hier ist durch einiges zu tun, und da wurden wichtige Schritte gesetzt im Sinne der Menschenwürde. Einer Menschenwürde, wie ich sie mir jetzt knapp vor Weihnachten auch wünschen würde, dass man sie endlich auch als
Staatszielbestimmung in der österreichischen Verfassung verankert, denn unsere Politik sollte sich nach der Menschenwürde ausrichten. Danke.